Und weiter geht's bei Let's Play Zone of the Enders, The Fist of Mars, hier mit ganz viel Karacho, irgendwie. Dofer Mantel. Bolotsov. Was ist denn das Gürchen? Aha, den Bisack soll man jetzt also vernichten. Sehr gut. Dann vernichten wir ihn mal. Also man kann auch den Rest mit vernichten, aber... Ich weiß gar nicht, ob Bolotsov jetzt auch noch flieht oder ob das wirklich der letzte Kampf ist. Weil, wie gesagt, man hat auch schon wieder neue Begriffe gehört, wie Harut im letzten Part und sowas. Übrigens müsste ich mich nochmal entschuldigen dafür, dass ich viele Aussätze hatte in dem Part. So. Na, guck mal, Amante ist gleich mit weg. Gibt's eigentlich irgendwo einen Local Server? Ach, du gehst auch noch mit, ja gut. Ja, auch nicht. Reingekommen, reinkommen war leicht, aber das ganze Gebäude zu durchsuchen wird schwierig. Okay, wir müssen uns trennen. Ich nehme die oberen Stockwerke. Miona, du die unteren. Die untere Hälfte. Okay. So, jetzt will ich aber gucken. Local Server. Ja, da gibt es ein. Den wird Ares mit seinem Viaja besuchen. So viel steht schon mal fest. Und oh, verdammt nochmal, ich hab Hunger. Das ist jetzt eigentlich der verkehrteste Augenblick, um an Essen zu denken. Aber ich hab Hunger bis zum geht nicht mehr. Das gibt es doch jetzt echt nicht. Wenn also irgendjemand in die Vergangenheit reisen könnte, so... Am 24.06.2011 um 17.34 Uhr, irgendwann so 2877. Und mir ein bisschen Essen vorbeibringen könnte, das wäre schön. Habe ich noch gesagt um 17.34 Uhr? Nein, 32, Entschuldigung. Ich komme hier immer durcheinander, weil die Uhr auf meinem Rechner, die geht nämlich 2 Minuten und ein paar kaputte nämlich vor. Keine Ahnung warum. So, dann positionierst du dich dahin und du dahin. Du gehst dahin und du torkelst da irgendwie so hin. Ja, neue Fähigkeiten. Und zwar haben alle, ich glaube jetzt der LEVs nimmt, also 13 und Co., die haben jetzt neue Attacken. Zum Beispiel Bouquet. Was für ein Mist? Okay, oder sowas. Ich glaube, hier ist das Arbeit-Kick. Caliburns 360 Attack. Und ja, das war's. Gibt's nicht Neues. Ich sollte vielleicht demnächst mal ausprobieren, mal neue Dings zu käufern. Upgrades, ich hab schon 34.000.
das sollte irgendwann mal wirklich mal. Ausgegeben werden. So, jetzt habe ich es auch. Verfehlt. Mensch, ihr macht nur 900 Schaden. Na gut, 900 Schaden ist schon viel bei 4000. 4080. Das ist fast ein Viertel. Aber ihr trifft auch noch nicht mal. Ja. Ihr trifft doch gar nicht. Ups. Entschuldigt, dass ich das aus Versehen gemacht habe, also es ging dann doch ein bisschen an die Nerven. Long Rifle. Nein, wartet mal eben, damit ich da nämlich die Attacken auch machen kann. Werde ich nämlich die erstmal platthauen hier. Oder anhauen, eher gesagt. Weil die müsste ich dann doch ganz gerne noch zeigen. Ich weiß nämlich nie, wie ich dann dazu kommen werde. Du. Lalala. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das war ein Dreifachschuss sogar bei den 13. Attacke! Rusty Lancer! Lalala. Das wird noch richtig epic. Lalalala. Aber ich frage mich, warum die Attacken nur einmal anwendbar sind. So, du hast auch schon deine Runde. Du gehst dahin. Ach so, das ist nur ein Blödmantel. Ja, gut, okay. Über 1000 Schaden, aber die Wahrscheinlichkeit zu treffen ist mal wieder so super hoch. Da ist es sogar wahrscheinlich, dass Schweine fliegen können. Oder dass der Blitz zweimal an derselben Stelle einschlägt. Juhu! Oh, 57%. Warum hast du denn so viel? Bist du doof? Ach halt, wartet mal eben. Ich glaube, Samuel wurde nicht so ganz so freudig behandelt von mir. Weil die anderen sind ja schon Level 16 und Co. Daher.
Jetzt mach doch nicht so viele Fernkampfattacken. Das gebe doch jetzt echt was. Ich dachte, du wolltest gegen den Animus kämpfen. Warum hast du 65%ige Wahrscheinlichkeit? Auf jeden Fall, den mache ich fertig. Oh, Monze! Oh, 86%. Guten Tag, warum machst du so große und viele Kreise? Hihi. Oho. Lalalalalalalalala. Abweide. Ah, da haben wir endlich den letzten. So, blablabla. Du kannst jetzt auch schon Calamity Kiss. Ja. Das heißt, du greifst den an und dann macht. Dings so, ja. Okay. Calamity Kiss, weil wir haben das ja noch gar nicht gesehen, das freut mich immer. Und zack. Lustig ist es, wenn man so 100% hat. Oh, das ist herrlich. Trefferwahrscheinlichkeit 100%. Oh, genau 25%. Das ist immer so ganz herrlich. Boing. Ja, das gibt's gleich erstmal ein Upgrade. Das finde ich doch herrlich. Misa. Damit mache ich dir relativ wenig an. Nein, wir machen das anders. Wir machen Laser Blade aufs Mantel, dann kriege ich erstmal wieder ein dickes, schönes Upgrade-Line. Wo bist du? Nee. Pfeifen wir ganz einfach mal drauf, dass wir überhaupt keinen Schaden machen. Upgrade. Level 15, sehr gut. Nun, den kommt er so ran. Ja, das dürfte einer für sich reichen. Problem. Ich hätte dorthin stehen sollen. Oder? Hätte aber auch anders gehen können. Okay. ZZ-Granate. Wie sieht das denn aus? 2400. Lasersport, das müsste eigentlich für sich ausreißen. Jupp. Habe ich jetzt zwar doof positioniert, aber. Oh, das wird ein kritisch. Boing boing. Critical. So, Rusty Lancer. Attacke.
Oh, ich habe sogar über 50%. Nein, verzogen! Verdammt! Oh nein! Ich hab's noch gekriegt. Das war ein kritisch. Mit Level 20. Das heißt ja nur nie... Oh. Das heißt, ich hab schon mal... Ja, eigentlich die Hälfte der Miete schon mal. So ziemlich. Dann muss ich erstmal Dings hochpowern, damit ich da nämlich die Attacken auch richtig gut kann. Damit ich da über 1800 Schaden mache. Weil ich möchte den dann ganz, ganz gerne vernichten. Avoid. Was? Verdammt! Immer auf die Support Units. Das finde ich nicht sehr nice. Das wird jetzt hier wieder. Ups. 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 Ja, ihr seht auch schon, dass ich ein kleines bisschen immer vorspiele, damit das ein bisschen kürzer auch wird. Und das geht sonst auf eure Nerven, auf die Nerven von meinen Nachbarn, euren Nachbarn, meinen Eltern, euren Eltern. Was gibt's da noch? Gott, die Welt, Teufellein. Na gut, für einige gibt es die zum Beispiel gar nicht, wie zum Beispiel bei mir. Das Beispiel war jetzt natürlich mit beispielhaften Beispielen. Gott. Ziemlich viel Beispiele gesagt. Beziehungsweise was mit Beispielen. Nicht hier, wo sie Miss Mebius vorhin gebracht haben. Ich hoffe, Mr. Jackson findet sie. Wer ist da? Was tun sie hier? Oh nein, Cage! Cagey Lang. So. Ja, mit dir wird das ja wohl nichts. Wegen dem... Spirit Points und was. Oh, 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 oh. Oder kriegst Dings das schon hin. Das hoffe ich mal. Cage, kannst du 1800er machen mit dem Angriff? Nein! Gibt's doch jetzt echt nicht. Arblade! Wunderschön, der macht das gleich vollsten Schaden. Ach, ja, stimmt. So, ich glaube, ja, Boutique. Was? Nur so kurz? Na, auf jeden Fall ist Samantha weg. Das freut mich schon mal. Das ist mir schon mal das Wichtigste. 3 Level-Ups und 1000 Cash. Aui! Hey, das tut doch weh! Mr. Bolotsov, ich ruhe mich ein bisschen aus.
Feigling, 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 Feigling. So, du weg. Bullets offline. Was machst du? Bladecan auf den Bumster. Krachbumm. Und ich wurde angeschreibselt von Stefan. Ich muss mal eben kurz sagen, das ist, so, geht auch schon weiter. Nein, nein, nein. Das machen wir anders. Zu Grave Star on und Rusty Lancer. Und dann zack. Danke. Was? Ich glaube, ich werde blöd. Obwohl, wenn ich mir das jetzt so angucke, die Situation. Ja, und ja, ich ziehe die jetzt ein bisschen in die Länge, damit ich nämlich noch die letzte Attacke zeigen kann. Sorry, aber das muss jetzt auch wirklich sein. Ja, das möchte ich ganz gerne machen. Dann kann ich nicht... So. Mach doch nicht so viele Markierungen. Bringt doch sowieso nichts. Bringt doch sowieso nichts. Entschuldigung. So, das spulen wir mal so ein bisschen vor. Das interessiert mich nicht so wirklich und das interessiert euch hoffentlich auch nicht so wirklich. Obwohl die Animation liegt, sag ich mal. Aber das ist unwichtig.